vergessen anzumachen. Sehr schön. Machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, wo haben wir denn beim letzten Mal aufgehört? Ich glaube genau hier. Ich glaube, wir hatten das so ziemlich, du bist gerade reingekommen in diesen Screen. Du hast mit dem Screen fertig und bist weitergegangen. Ich glaube, du kannst es ein bisschen leiser machen. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Ja. Übertönst dich fast. So. Jetzt müsste es besser sein. Jo. TS 24, weiter geht's. Ja, ich habe übrigens nur geraten, anscheinend ist das korrekt, was ich gerade gemacht habe. Ja, nichts anderes machen wir hier die ganze Zeit eigentlich. Warten. Das ist Scrim TS. Okay, warum hast du jetzt so Ding? Weil es da lag. Ich meine, bisher hat es noch weitgehend Sinn gemacht. Mehr als Call of Cthulhu. Ja, das war nicht gut. Das Spiel macht bisher mehr Sinn als Call of Cthulhu. Was jetzt nichts heißen muss, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein fairer Wettbewerb. Das besser als Call of Cthulhu zu sein ist jetzt nicht. Das ist so. Ja. Ja, der Blumenstrauß hat natürlich gefehlt, um die Kisten zu entsperren. Ja, ganz sicher. Okay, wir haben Schädelnadeln. Was machen wir mit denen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht zu dem Setting zufügen? Ah, das stimmt. Nee. Na, vielleicht kannst du den Stempel da hinzufügen, den. Schon, da können wir nicht mehr rein. Da hatten wir doch alles fertig auf diesem Screen. Ach, ja, okay. Oder nicht? Die Nadeln in die Voodoo-Puppe, klar. Kennt man. Und warum zum Henker? Sehen wir das Ganze über den Spiegel. Ein weiterer Euro für den Animateur. Ah, es wird gestempelt. Aussichtsturm. Standortwurf. Eintrittsgrad in den Aussichtsturm, aha. Ah ja. Okay, was passiert jetzt? Gott. Du kannst Leute spannen. Eine Jacke brauchst du und. Ach, wir müssen alle Hüte finden, oder was? Alle Hüte, alle Mäntel und alle Handschuhe. Warum krieg ich jetzt hier dauernd irgendwelche Achievements? Ich muss jetzt Handschuhe finden. Ich glaube, einer hatte dort gerade welche zwischen der grünen Frau und dem mit Hut. Nein. Wir haben den letzten Hut noch nicht. Handschuhe und Mäntel musst du finden. Glaube ich. Oh, das fehlt noch ein Hut. Ja, da unten hier. Hm? Wo unten? In der Mitte hier, der hat noch einen Hut. Ach, ja. Der hat noch einen. Blaue Mäntel. Ah ja, jetzt musst du die Mäntel. Du musst da Handschuhe finden. Einer hat scheinbar noch einen Mantel. Achso. There he is. I better follow him. Achso, du musstest den mit Hut, Mantel und Handschuhe finden. So war das. Boah, diese Animation ist ja mal richtig hässlich. Das sagst du zu jeder Animation in dem Spiel. Warte mal.
Warten Sie bitte auf meine, diese Schriftart scheiße zu lesen. Rückkehr vom Jahrmarkt. Das ist absolut korrekt. Die Beamten haben alle Eingänge in die Katakomben. Lass doch mal ein bisschen länger, das könnte wichtig sein. Nicht. Ach, ganz wichtig. Eine Karte. Natürlich. Was könnte man für eine Karte noch brauchen? Ein drittes oder ein viertes Teil fehlt da noch. Haus in der Nähe der Hauptstraße stand dort gerade. Immer noch dazu. Ah. Jetzt kannst du zusammenpuzzeln. Keine Ahnung, was das ist und wofür du das brauchst. Glaube ich hier. Nein, hier. Ah, jetzt muss diese Person auf dem. Ach du Scheiße. Das Grüne ist ganz klar rechts drüben, mit dem anderen Ding. Das ist ein G gefunden, unten niedrig. Du musst noch andere Buchstaben finden. Natürlich eine Lupe. Ah ja. Gut. Stift zum Markieren des Weges. Oh Gott, was? Ach du Scheiße, ein Labyrinth. Du musst dich mit den Pfeiltasten nach vorne bewegen und. Du musst erst eingeben und hast nur diese Pfeile zur Verfügung. Also musst zum Schlüssel kommen. Das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja. Probier es einfach mal. Das reicht auf jeden Fall nicht, aber. Ey. Versuch's mal nach oben. Nach oben, dann nach rechts. Dann nach unten, dann nach oben, dann nach rechts, dann nach unten, dann nach rechts. Ich hab schon. Spitzhacken und zum Diamanten. Nach rechts würde ich sagen, nach oben, dann nach rechts, dann nach oben, dann nach rechts, dann nach oben, dann nach rechts. Versuch's mal so. Das ist der einfachste Weg. Ich gucke gerade mal. So zickzack nach oben, da kommst du. Musst ja erstmal zur Spitzhacke und dann zum Diamanten. Du musst dann wahrscheinlich zweimal nach rechts, dann nochmal am Ende. Nach oben, rechts, nach oben. Und warum links? Aha. Hä? Das hat doch funktioniert. Die Spitze, Spitzsache darfst du nicht, oder? Hä, wie? Stelle eine Route, die Anna zum Ausgang führt und ermöglicht auf dem Weg die benötigten Objekte einzusammeln. Ach, du musst erst zur Spitzhacke und dann wieder zum Ausgang, oder wie? Nee, brauchst ja die Spitzhacke, um da durchzukommen. Du musst das Objekt dabei einsammeln. Vielleicht zählt das nicht jetzt genug. Vielleicht musst du von unten kommen und dann rechts. Vielleicht zählt das dann, du musst von
unten zur Spitzhacke und dann nach rechts. Dann geht es erst. Hier ist gerade. Ne, die Spitzhacke macht sich irgendwie kaputt. Also du brauchst doch die Spitzhacke, um kommst du an der Spitzhacke nicht vorbei. Oder musst du mit der Spitzhacke irgendwie wohin gehen? Was dort jetzt kannst du die Spitzhacke nicht benutzen. Eigentlich schon. Du hast versucht von rechts und du hast von unten versucht. Jetzt einfach mal außenrum hier. Hä? Warum? Musst du die Spitzhacke gleich zurückbringen? Ja, nee, sobald du berührst, ist es ja vorbei. Nee, mir fehlt einfach das Ding, weil die hat jetzt hier nicht ordentlich reagiert. Ah, da unten noch eine Abzweigung ist. Oh lol, okay. Zu weit gegangen, okay. Na, warum? Weil der Weg zu Ende ist, oder wie? Ganz blöd ist es aufzuheben. Ja. Aha. Jetzt spielt es Minecraft und kein Ende durch. Gut. Dumm, aber. Hab's verstanden. Okay, klar. I'm worried about you, Anna. Thorvald is gaining strength. Please take this. Mutter gibt wieder random Objekte. Thorvald wird stärker. Zeit zerstört alles, das Atem rafft den Körper dahin. Aha, ein Rätsel. Jetzt brauchst du dann, ich glaube, da brauchst du die, das G dafür und die anderen. Ja, dann, ich muss den Buchstaben dafür einsetzen. Ja, die Farben mit dem Pinsel ganz logisch, oder? Offensichtlich nicht. Du kannst die Pinsel nicht mit der Farbpalette kombinieren. Weil die alles keine Kombinations-Items sind. Ach so. Ja. Logisch. Eine Wolfsmaske. Und du hast die Buttons zusammen. Du musst irgendwas schreiben damit. Das Glück. Mhm. Das Kleeblatt. Ne. Nee. Felsen. Malkünste, brauchst du irgendwie Malkünste? Das da drüber über die Sanduhr. Das geht nicht. Links über der Sanduhr. Das könnten Pinsel sein. Wird jetzt gesagt. Kann nichts anklicken mehr. Malkünste. Und das brauchst du noch erstmal. Ich müsste die. Ich komme aus dem Keller. Was? Hinweis. Ich wusste. Was? Nobler. Hey, gut, jetzt habe ich auch das verstanden. Ich nicht. Na, wie ja, war der? Um
Es geht nicht um die Tasten, sondern generell um die Bilder auf dem blöden Ding. Tja. Brauchen wir einen Schlüssel. Okay, wild. Ein Stoffbuffer. Gib mir mal kurz. Okay, irgendwas können wir hier schon tun. Da brauchst du, glaube ich, einen Kristall um den Ort. Oh lol, okay. Hab das jetzt erst gesehen, das hier. Ein Puppenhaus. Das ist eine Gabel und ein. Deine Schuhe? Hast du nur eine Prinzessin? Was? Eine Prinzessinfigur? Ach, die Gabel. Moment. Was? Natürlich. Warum? Oh Gott, ich hab das getan. Weißt du doch, man muss doch immer eine Gabel auf die Türschwelle legen, damit keine Geister von. Köchinnen He already started sketching. I have to do something. Ja, wir haben noch genügend Zeit zum Puzzle. Da muss offensichtlich die Wolfsmaske drauf. Da brauchst du noch ein Kristall und ein paar Ohren, also für die mindestens ein paar Ohren und ich glaube noch für die Stirn brauchst du ein Kristall. Ah. Glasschuh mit der Raupe bis zum. Natürlich. Logisch, und diese Eisenstangen sind auch genau so arrangiert, ne? Musst aber erstmal festkleben. Wo ist das? Na, ein paar Nägel. Vielleicht muss die Harfe dann dort in die Statue rein. Ja, natürlich muss die da in die Statue. Irgendwas fehlt noch. Du brauchst da alles Kleber, um die Harfenseiten aus Metall festzumachen. Oh mein Gott. Okay. Ja, ah, Nachbarzimmer muss da los. Glas mit Marmelade damit benutzen. Noch ein? Ja, sag ich doch, das Glas mit Marmelade. Warum? Das war ätzende Säure, die jetzt das Gitter, das magische Gitter aufgelöst hat und. Also. Jetzt haben wir einen Regen. Aha. Und jetzt hast du die Uhren. Riecht das schon? Ich hätte jetzt gedacht, du hättest da noch einen. Nein, reicht natürlich noch nicht. Da brauchst du noch einen Kristall für die Stirn. Natürlich brauchst du noch Flügel. Und die Hafer. Und noch einen zweiten Flügel brauchst du. Vielleicht gehst du zu Red Bull. Die Verleihenflügel.
okay, ich musste nochmal auf die Maske klicken. What the fuck? Handschuhe hatte oben rechts neben der Schleife. Mhm. Und Totenkopf. Anderes was zu tun. Der Kreis ist links oben neben dem Bücherstapel. Der Kreis ist neben dem Bücherstapel links. Zwischen der Kerze und dem Bücherstapel. Links. Würfelset. Das brauchst du ordentlich Ordnung oder was auch immer das. Mhm. Ah, dann sag ich ja Ohrringe. Gemacht, bloß den Kreis erhalten. Jetzt halt das Rätsel. Dann hat sie jetzt das Fenster geöffnet, eine Tür zum nächsten Raum. Aha, der zweite Schuh. Macht natürlich gar nichts. Der Wappenfehler drüben. Mhm. Schade, dass wir kein Duell. Die Größe überhaupt nicht zusammenpasst, aber. Schade, dass wir kein Rapier mitnehmen können. Können wir den. Den Typ da drüben nicht erstechen. Hä? Wie hat der Flügel jetzt darin gepasst? Komplett deplatziert. Der Flügel. Der Schlüssel ist vielleicht für die Tür. Dem Siegel. Offensichtlich nicht. Und wenn wir jetzt spielen. Natürlich, jetzt kommen die. Ah, klassisch sogar, Mensch. Elfenbeinkram. Ne, Kamm. Gut. Gerade gefunden. Perlen. Das sind Schlüssel. Ne, Ego. Hast du schon? Ne, erstmal nicht. Schiff. Ich finde hier gar nichts. Wo ist der Stopp? Ach, da ist die Mühle. Tarsier, eine Gottheit. Tarsier, das ist auch mein Wort. Das habe ich noch nie gehört. Telekinese? Was für ein Ding? Ja. Offensichtlich. Ein Glasschneider. Was ist das für ein Ding? Telekinese-Gerät? Telekinese-Zubehör. Was? Hätte ich jetzt auch gemacht. Du brauchst noch ein Wappen.
Hast du da brauchst du einen Zahn. Zahnrad. Da muss ein Zahnrad oder irgendein Ersatz für ein Zahnrad hin. Ich kann die Kette mal als Zahnradkette benutzen. Versuch mal die Kette oben als. Jetzt gedacht. Also verrückt ist es nicht. Noch nicht. Zwei Parfüm. Drachenflügel. Die irgendwo ein Drachen. Puzzleteller. Aber ihr könnt noch irgendwas machen. Kannst du ihren Wetter und Flügel ankleben? Da war noch so ein Symbol, vielleicht kannst du das dann klicken. In der im Keller. Oh ja, diese das sind nur Sammelobjekte. Das ist auf dem Bild, da war so ein, das ist so ein Dreieck mit dem. Hier unten links auf dem Bild, da ist so ein. Achso, ja, wie gesagt, das sind Sammelobjekte. Die brauchen wir nicht. Hm. Echt nicht bitte. Okay. Natürlich, mit dem Telekinese-Zauber kannst du die mechanische Maus. Und das fehlt hier noch. Oh wow. Da war das Zahnrad. Als ob. Ich dachte, das gehört da dazu. Meinst du, dass das Rädchen von dem. Oh, das fehlt immer noch. Was? Warum zum Parfüm? Das hat doch eben nicht funktioniert. Warum wird das mit hinten über Schaden getrieben? Okay. Okay, jetzt wird die ganze Scheiße absurd. Mit dem Telekinese-Zauber machen wir den jetzt. Was? In 15 Zügen zur Schriftrolle der Zeit. Ich musste einfach nur alles aufdecken, dann hast du. Ja, habe ich jetzt erstmal vor. Mit Schwierigkeiten noch da drin. Das sind 15 Züge zu schaffen. Und das ist einfach ein bisschen nervig, aber sonst. Sound ist auch sehr angenehm. Hm, ich weiß. Das ist eine schlechte Aufziehmaus, wenn du wirklich, wenn du für einen Schritt das neu aufziehst, wenn du wirklich das Ding ist doch kaputt, wenn du dann nicht so dass die Dummens kaputt ist. Natürlich. Klar. Das Ding hat uns. Das ist ein Handschuhschrauber. Hat einen Handschuhschrauber hergebracht. Ach, ist das ein Handschuhschrauber?
eine Schaufel. Der Schaufel kann sie jetzt den Eck wegmachen, den sie nicht anfassen wollte. Aha. Und das ist das Zahnrad für die Uhr dort. Wofür nicht den mit dem Gürtel? Und da konnte man nicht die Scheibe aufmachen, sondern musste ein Loch reinschneiden. Solche Wanduhren haben normalerweise aufmachbare Türen oder da. Ja, wenn du das zugeschlossen aber eine Scheibe reinzumachen. Das ist absolut logisch hier. Ah, hier ist der Drache. Was? Das Bit hat man keinen Sinn ergeben. Was machst du denn auf dem Zeiger gehen? Wie ein Drache aussieht, muss er sein. Das kommt in die Uhr rein, da unten. Das Pendel ist für die. Die dort, für die Standuhr dort. Oder auch nicht. Es ist eine Ölflasche. Natürlich ist es eine Ölflasche. Das ist ein Pendel. Das kommt unten in die Standuhr rein. Ja, sicher. Du musst erstmal die Puppe bauen, damit. Anfangs. Und die Kräfte, die ich von der uralten, mehrarmigen Gottheit erhalten hatte, nicht kontrollieren, jedes Mal, wenn ich die Magie anwandte, dazu bewege. Ja, anfangs ist die 1, würde ich sagen. Die Zahl 1 ist anfangs. Nur alt. Vielleicht hast du irgendwo eine Uhr drin. Kontrollieren. Ah, das römische Mausoleum dort. Rechts im Bild, das ist uralt. Ah ja. Das Original war wahrscheinlich Ancient. Artefakt. Kräfte. Der Mucki-Typ dort oben an dem Bild, im Poster. Ja, lernte. Unternehmung, vielleicht die Wiese. Und Tod ist dann der Geigen. Achso, die. Zeit ist natürlich die Uhr. Der Teil ist das Puzzle unten, das Puzzleteil. Das andere Puzzleteil links. Schloss, geisterhafte Schloss da und geisterhafte sind seine Hände. Magic Hand. Das ist gut dafür, das Ding. Ah ja. Goldenes Glockenspiel. Das ist die Krone. Und wofür brauchst du eine Krone? Natürlich. Magieschlüssel. Das sind diese. Das sind. Oh nein, noch ein Raum. Das ist doch dieser. Thorvald is getting his powers from Lychnis, an ancient multi-armed deity and master of the world of ghosts. I found a piece of his statue. You might need it. Ein random item von Oma.
war doch dieser Exegol-Dings aus den neuen Star Wars-Filmen. Kennst du das Dreieck, was die dann zu dem Jedi-Tempel führt? Ich habe die Filme nicht gesehen und ich weigere mich, sie anzugucken. Besser ist. Aber Dark Grey war ziemlich gut. War vielleicht das einzige Gute. Du meinst den Lego-Film oder was? Nee, den. In Teil 9 gibt's doch diese kurze Rückblende, wo Rey ihrem Sith-Ich begegnet und. Da gibt's wohl einen Geist, der ihr böse Version darstellt und. Keine Ahnung, frag mich nicht. Der Film hat keinen Sinn. Die Scheiße habe ich nicht gesehen, ich kenne den Lego-Film mit Darth Jar Jar. Den gibt's schon. Der ist wohl schon raus, ja. Oh, den muss ich auch noch gucken. Wo gibt's den? Weiß es nicht. Gibt's aber normalerweise relativ früh bei YouTube. Ich meine, ich dachte, du hast den schon gesehen. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur Shorts daraus gesehen. Ich kenne den Trailer. Das ist wahrscheinlich wieder nur exklusiv bei HBO oder was auch immer das ist, oder bei Disney. Was dann. Aber auf Netflix kommt bald was Spannendes Neues raus. Einerseits den D&D-Film, den bringen sie eigentlich auf Netflix. Was musst du hier machen? Heile dahin bringen, wo sie hingehören. Okay, stell dir mal neue Änderungen mehr aus. Bitte was? So ein Stuhl legen, das ist. Da käme ich ja gar nicht mit klar hier. Der Besen. Einfach nur. Nicht die Spinnenweben wegmachen hier. Natürlich. Ach, tatsächlich. Bin ich doch nicht klar. Ah, dort oben die Feine. Sind auf dem Tisch. Zwei noch. Und auf dem Tisch, würde ich sagen. Natürlich. Die Gottheit muss auf den Sockel, würde ich sagen. Ja klar, aber die ist noch nicht fertig. Eine Feder zum Adler. Okay, ich hätte sie jetzt mit dem Sockeldruck links unten in der Mitte. Was ist das für Zeichen? Ah, da fehlt aber noch ein Teil. Mit dem Ding kannst du dann wahrscheinlich die Küchen entschiffern. Achso, nee, du musst die Dinger, die dort angezeigt werden, finden. Symbole finden. Links unten. Rechts ist noch einer. Nicht. Als ob das nicht darauf passt. Ah, ja. Das ist ein magisches Gefängnis für ihn, oder? Keine Ahnung.
Well, well, well. If it isn't Anna Gray. Some people never learn. Time to finish what I started. Die Dialoge sind heftig laut. Monologe. What? Telepathie, Zauber. You blasted little rodent! You think you've won? Der Sprecher hat keinen Grund, so abzuliefern. Er klingt tatsächlich nicht scheiße. Gott, was? Ja, was? Warum sind da radioaktive Verseuchtheitssymbole? Warum ist 3 in Folge klingen oder was? Ja. Hatte ich viel Windspiel. Und dann hier so viele Filme kriegen, dass da alle verlässt. Und links sieht's gut aus, das ist sehr viel grün. Sehr simpel. Den haben wir da nicht. Das heißt. Ja, musst du einfach nur ein bisschen drehen. Suchst dir unten in der Mitte eins aus und drehst dann die anderen zu dem hin. So schlicht ist das. Wenn du Glück hast, kannst du mir auf einmal machen. Beim Grünen. Ja, das ist jetzt nicht. Das ist nichts Komplexes hier. Eins noch. Jo. Was zum ist das? Okay. The magic vortex is expanding. I'll try to hold it off while you take care of Thorvald. Wir waren doch gerade bei den Siths. Sie macht auf einmal die Imperator-Power. Und gibt dir ein bisschen mehr Zeit zum Puzzeln. Oh. Lass mich raten, muss ich das dreimal machen. Wahrscheinlich. Für irgendwann verkackst du es, weil dann der letzte die fehlt. Das ist nicht mehr hier. Ich glaube nicht, dass man es verkacken kann. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Dann wiederum. Das ist witzig, man kann es wahrscheinlich verkacken. Da ist man gesoftlockt. Na, wenn du zum Beispiel in der Mitte keine blauen mehr hast, dann ist das dann. Ja gut, dann kannst du immer die anderen benutzen, ne? Erst durch den Innenkreis komplett blau. Das wäre so. Müsste die blauen abarbeiten. Figürchen rumfliegen. Mom? What's happening to you? My connection to this world is fading, Anna. I sacrificed my power to stop the funnel from taking you in. I'm so sorry. Can't I go back and fix everything? No, Anna. I made my choice, and I have no regrets. Things would only get worse, and I wouldn't be able to help you. It's time that I let go.
and find some peace. I was able to keep the magic paints out of the funnel. Please take them and go home to your... Kannst du mal die Gespräche leiser stellen? Das ist echt. Ich habe keine, okay, ich habe keine Dialogoption. Ich habe nur eine, ich habe glaube ich nicht mal eine allgemeine Lautstärke. Wow. Dingens. Nicht im Menü irgendwo. Kann mal gucken. Ah, doch hier. You must find. Die Stimmen sind sehr, sehr laut. You must find the woman who owns the slipper. Viel leiser. Extrem laut. Ups, ich bin ins Menü gegangen. Okay, jetzt musst du die Sachen mit den Leuten kombinieren. Farbpalette war, glaube ich, der Typ. Eine Farbpalette hatte der. Hello again, Hal. I got the magic paints back, so you can start working on Dorian's portrait. This is wonderful news. So, what happened to the bad guy? Don't worry, Hal. I've dealt with the masked man. Your life is no longer in danger. Thank you, Anna. I'll start on Dorian's portrait immediately. It won't be simple, but a real masterpiece lasts for centuries. Ich hoffe, wir sind durch. Thank you both so much. I'm lucky to know two such incredible women. Oh, Dad, where do you think I get it from? You're both so wonderful. Wenn wir das Spiel nicht mal... very much. Das waren knapp 2 Stunden Spielzeit. Ja. Und letztes Mal so knapp 1,5 Stunden gespielt und heute hier... Ja. Bitte was? Wie viel hat das Spiel gekostet? 13 Euro. Für 2 Stunden Spielzeit, das war... Ich habe schon ausgegeben. Oh, okay. Wir haben noch die Bonusdinger. Dann spielen wir den nächsten Glühtest. Kann man das auch skippen, bitte? Nein, kann man nicht. Jetzt verstehe ich, warum das Spiel nirgendwo gelistet ist, irgendwie, weil das ist einfach zu kurz und zu irrelevant. Hast du gerade gesehen? Narrative Design, gar niemand. Es ist einfach nicht mal ein. Es ist einfach nicht mal ein DLC für irgendeinen anderen Teil. Es ist irgendwie. Ja, Quality Assurance. Wir wissen genau, was wir hier machen. Okay, das finde ich lustig. Was haben Leute getestet? Quality Assurance. Niemand. Hast du einen AI-Bildern gesehen? Über einen Tester gab es einige. Hast du einen AI-Bildern gesehen? Ja. Und Voice Talents. Naja, wenn man das Talent nennen will. Na, Torwald war schon gar nicht schlecht. Ja, du, also. Es wäre mir mein Geld nicht wert gewesen. Das Spiel ist auch das Geld nicht wert, aber es ist halt lustig. Würde man sagen, und vor allem, ich habe mich auch echt gut angestellt. Andere werden wahrscheinlich schon verzweifelt. Hast du noch DLCs dazu gekauft oder was? Das ist die Sammler-Edition, die einzige, die du auf Steam bekommst. Als ob da so viele mitgearbeitet haben. Das sind immer dieselben Leute. Quality Assurance. Kannst du das irgendwie skippen? Nein! 2 für Elte, 4. Das sind doch wieder die Tester, die haben wir doch schon. Ja, aber es geht jetzt um die Tester für den Guide, den sie veröffentlicht haben. Ich kann hier.
Bonusinhalte. Hintergrundbilder? Okay. Nein, ich nicht, danke. Ja. Willst du nicht ein Wallpaper von. Willst du nicht ein Wallpaper von dem Ding auf dem. Im Zimmer. Okay. Frag mich, wie viel Inhalt das jetzt hat. Keine Ahnung, aber durch die Sachen, die du findest. Jetzt kannst du, wenn du alle Puzzles im Spiel gefunden hast, kannst du jetzt hier ein Bild vervollständigen. Man hast du ja nicht. Kannst extra kannst Bonus-Wallpaper freischalten. Ja, offensichtlich. Willst du kein Grimtails 24 Wallpaper auf den Desktop schieben? Nein, wirklich nicht. Dann müssen wir jetzt nochmal rein und nochmal alle Puzzleteile sammeln. Wir machen jetzt erstmal das Bonuskapitel und dann gucken wir mal. Es geht jetzt auch nochmal 10 Minuten. We need to stop at the Crimson Hollow Mansion to secure my portrait once and for all. Das ist noch ein Puzzle-Tendings. We can use this book of spells to create a magical curtain that will hide the painting and ensure it can. Was machen wir denn für den Rest des Teams, wenn wir 10 Minuten hier mit durch sind? Keine Ahnung, gucken wir in 10 Minuten. Hast du noch ein anderes Grimtail-Spiel, was man am Schluss weiterspielen kann? Ich bin bestimmt noch scheiße. Keine Sorge. Natürlich, das davor. Was? Wege die Energiekugeln auf das Symbol, so dass die Energielinien das ganze Symbol ausmachen. Wie sind wir hier bei Globody? Bei Medizin. Jetzt gesagt, da unten auf dem. Und da. Aha, Lehrer. Wonderful. Now we can carefully. Carefully, ganz ruhig. This message is from Hal Basward, the artist who painted my portrait. He's in danger. We have to help him. Dorian, wait. We can't risk you meeting your younger self in the past. It's best if I go alone. You're right, Anna. Please, take this ring. With it, you can go far into the past. Be careful. Okay, klar. Das hier damals noch nicht existiert oder warum? Physik war noch nicht erfunden.
Und ja, dass sich mit dem sich in der Vergangenheit selber treffen, ist Blödsinn. Ist dann. Aber du kannst nicht in zwei Existenz zurück in die Zukunft, ist Blödsinn. Das ist selbst. Wenn es mal Zeitreisen in der Vergangenheit möglich wären, was es nicht ist. Du kannst nicht parallel zweimal, du kannst nicht zweimal existieren. Das ist das Problem. Das wäre. Kannst nicht. Hast du es ausprobiert? Sag, beschreib mir die Berechnung. Warte, ich hole sie kurz raus. Jetzt schon komplett los. Okay, Alkohol löscht natürlich, was auch immer das ist. Was? Weil Alkohol ätzend ist. Oder was? Jetzt hast du Wasser. Und Wasserherne gab es da was noch nicht. Der Wasserhahn wurde noch nicht erfunden. Ah ja. Das hast du magisch aufgeladen, das Wasser. Magische Batterie. Das Bild. Schau mal jetzt noch ein Tier. Ein Frappaschee-Ei. Heiligtümer des Todes. Verstecktes Fach. Ist übermalt. Steht gerade, was du benutzen sollst. Mhm. Ah, natürlich. Magische Brillengläser. Die Heiligtümer des Todes haben jetzt die Bilder verzaubert. Okay. Oh, da hinten ist noch was. Und Tentakelfarben, Magiewelt, dann die Tentakel, das Cthulhu. Warum sind da Tentakel und Pentagramm random auf dem Bild? Und das Cthulhu rechts oben zwischen dem Links, ja. Und da das der Regenbogen sind die Farben. Ja, da sind wir also wieder. Magie ist das gerade der das Pentagramm? Nein, ist es nicht. Nicht? Die Welt. Welt? Magie ist nicht das Pentagramm. Magie ist die Hexe. Ein Hex. Zeit. Zeit, Nachricht, Hilfe, Gefahr. Nachricht ist dort der Brief dort rechts unten im Abstand. Und Gefahr. Die Axt vielleicht. Gut. Hilfe. Schild.
Das könnte eine Hilfe sein. Obwohl ausgestreckte Hand irgendwie, die da... Ah, natürlich, die Hand, die sich hält. Fluch ist das Pentagramm. Natürlich. Gefangen. Irgendwo Käfig oder so. Ah, da oben. Käfig. Der funktioniert aber nicht. Vogel und Ring. Ein Ring ist oben auf dem Vogel. Viele Engel, aber kein Vogel. Na, Strauß vielleicht. Vogel. Gefangen. Also Käfig offensichtlich nicht. Oder doch? Nö, es gibt keine Penalty dafür, also mache ich jetzt das ja. Liegt gerade überall. Wie was? Die Kette. Die Gefängniskette. Die Kugel am Knie. Aha. Die Hand mit fünf Fingern, mit fünf Ringarmen an der Hand. Ist so. Deutscher Rapper. Nicht deutscher Rapperhand. Das ist einfach. Fünf Kristalle. Ab wie viele Ringe an einer Hand wird's albern? Alle. Meine ein Ring ist ja in Ordnung. Das ist aber. Also ich finde, zwei Ringe an zwei Händen ist schon. Geht noch vielleicht, aber. Ich glaube, das ist schon leicht merkwürdig. Ich glaube, so der Drittring überhaupt in beiden Händen. Ein Drittring macht es schon merkwürdig. Macht es schon wirklich. Das ist schon too much. Ich glaube, zwei Ringe sind schon merkwürdig. Warte, ich muss das Ding mitnehmen, natürlich. Du musst ihn nach dem Alkoholgehalt sortieren. Macht Sinn. Hier wahrscheinlich noch die Farbe. Ah, das Regenbogen, da musst du jetzt. Den magischen Regenbogen reinfüllen. Hier, oder? Nein. Nee. Also hier bin ich sehr viel loster als in dem Hauptding. Na, da kommen die dann, die beiden. Oh, die habe ich nicht gesehen, die Aussparung. Ja. Ein bisschen gezappt, Bruder. Ja, ein bisschen gezappt. Oh, Color Matchen. Da wieder gleich. Und grün. Und rot. Gut gemacht. Hast du fein gemacht, Modi. Warte, ja, mach doch mal. Mhm. Bloß diesmal in der Vergangenheit. Das sieht ja ein bisschen anders aus. Jetzt brauchen wir irgendwo ein obskures Ding, mit dem man das Ding den Faden beschneidet. Wahrscheinlich die Kante von einem eckigen Ziegelstein. Ich kann es mit den Fächern die Sache aufmachen. Versuch mal mit den Fächern die Sache aufzuschneiden. Natürlich! Ich werde nicht mehr. Was ist das denn?
Mit dem Fächer die Schnur von einem Ladewagen aufgeschnitten. Es ist... Soll ich dir mal einen Fächer holen? Ich habe zwei hier bei mir hinten im Regal. Damit kannst du ja nichts machen. Oh nein, wir pendeln uns den richtigen Weg aus. Mit einem Fächer, das war so mir so klar. Mit einem Fächer, komm, das hat mich jetzt. Die Schnur durchschneiden. Fächer. Die Scheibe hier. Okay, ja, so funktioniert das. Oh, ein Puzzle. Bart. Und dieses Geräusch. Na, Hilfe. Also die Geräusche, die sie hier in dem Spiel sonst ist echt unangenehm. Haben dem Sounddesigner sehr viel Geld gegeben. Das klingt wie so eine uralte Maus. Weißt du, was ich meine? So eine. Ja, ich weiß genau. So von einem DOS-PC, so eine uralte, so eine. So eine 2 Meter große Maus, wo dann wirklich so. Das ist ein sehr nerviges Minispiel. Oh ja. Ich muss nur zugucken. Ich würde sagen, erstmal den Himmel legen und dann der. Nee, ich brauche halt erstmal irgendwas, was da oben hinpasst. Der Himmel muss, ist offen, die hellen Teile sind offensichtlich der Himmel und oben. Man muss da irgendwie. Oder links. Oh lol, das andere habe ich aus Versehen richtig gesetzt. Die blauen Teile sind offensichtlich unten irgendwo im Schatten. So würde ich es erstmal sortieren. Erstmal nach Farbe sortieren, dann kannst du gucken, wo du wo ungefähr das hinlegen kannst. Das hier habe ich aus Versehen auch richtig gesetzt, das heißt, da habe ich auch einen Ansatzpunkt. Sound. Er triggert mich gerade richtig, dieser Sound. Warum tippst du da mal aus? Weil das eine riesige Fläche hat unten. Ah, das Endteil ist dann noch falsch, das was du. Hier ist alles richtig. Das kommt offensichtlich irgendwo oben hin. Oder auch nicht. Hast du das gerade aus Versehen richtig reingelegt? Ist nicht kaputt. Guck mal. Nee. Oh,
nervt das auch, glaub mir. Ich muss die ganze Zeit. Na, hier könnte das Bild zu Ende sein. Das ist eine Gradlinie. Ja, unten an der Straße würde ich sagen. Oben die Belichtung war nur scheiße. Dark Phoenix spielt Counter-Strike 2. Ja, sieht man immer. Ich weiß nicht mal mehr, wer das ist. Irgendwer auf der Freundesliste. Warum hast du Leute auf der Freundesliste, wo ich nicht weiß, wer das ist? Wenn ich diese Freundesliste schon habe, das wird irgendwer sein, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Boah, endlich. Scheiße. Und die Bonuskapitel immer so viel schlechter als alles andere. Ich möchte mir jetzt mal die Ohren abreißen gehen. Nee, die fahrt halt zusammen. Das pendelst du dir den Weg aus. Ja, vor allem so funktioniert ein Pendel nicht mal. Ich habe eins hier. Könnt ihr dir jetzt den Weg auspendeln? War mir aber klar, dass du sowas hast. Ich hab sowas, ich hab alles. Und warum bestimmt auch noch Heilsteine? Hast du auch Kriegswasser oder wie das hier, wie hieß das hier? I knew you would come. I'm sure you're wondering why the time freeze didn't affect me. You see, this necklace around my neck negates the magic. I'm really just here for some information about some paint. I cannot personally reveal information about my goods and their fate. However, you can find... Das erinnert mich sehr an die eine Szene aus der Schwarze Auge, aus dem Videospiel von Dead Lake. So ein Hexer in so einem Karren. Ja, hat glaube ich auch ähnliche. Ähnliche Anmutung. Das muss ich auch mal wieder spielen. DSA-Spiele. Warum spielst du Adventures mehr als einmal? Weil mein Kurzzeitgedächtnis scheiße ist und ich das nach einer Weile wieder komplett vergessen habe. Und weil es cool ist. Weil es Spaß macht. Was? Bei Videospielen? Sag das bloß nicht Ubisoft. Oder EA.
Aber die DSA-Spiele muss ich wirklich mal wieder spielen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich guck mal wieder. Das ist ein paar Jahre. Die beiden Spiele, die jeweils den Titel von dem anderen, von dem jeweils anderen Spiel tragen. Ja, ist das immer noch dumm. Memoria. Memoria müsste eigentlich Satinavs Ketten heißen und Satinavs Ketten müsste eigentlich Memoria heißen. Gibt es auch, dass die komplett auf die DSA-Lore scheißen. Und zwar komplett. Wer scheißt bitte nicht auf diese Anruhe? Ja, das stimmt. Nee, alle Leute auf diesem einen komischen Discord-Server, der aus dem DSA-Forum entwachsen ist. Die sind sehr streng. Ich hab hier mal bei DSA mitgemacht, da warst du glaube ich auch mit dabei. Ja, ich habe die Gruppe reingebracht. Übrigens, die Gruppe hat sich mittlerweile verlaufen. Leider. Erst jetzt? Ja, Studium und so weiter kam bei vielen Leuten dazwischen. Ich hätte gedacht, das hat sich schon länger aufgelöst. Nee, wir haben halt auf D&D gewechselt. DSA ist halt wie D&D, bloß hat mehr Regeln. Schlimmeren Regeln. Hab noch Zugriff auf das DSA 4.1 Regelwerk, wenn du es gerne haben möchtest. Nicht unbedingt. Was, du willst nicht dein ganzes Leben lang nur noch das studieren, um das Spiel spielen zu können? Nur um dann von den offiziellen Abenteuern beleidigt zu werden? Jetzt die fucking Silbermünzen. Rabenfeder. Am Hut würde ich sagen. Oh, ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was findest du schlimmer, DSA oder How to Be a Hero? DSA. Man findest du also How to Be a Hero spielbarer? Ja. Das wird mir schriftlich. Find du erstmal Spieler für deine D&D-Runde. Habe ich hoffentlich mal endlich jetzt. Du nervst doch sogar schon den Server. Natürlich fehlt noch was. Ich wusste auch nicht, dass man Fourbergé-Eier öffnen kann. Dass man da was reinstecken kann. Kann man auch nicht.
Was kostet denn eigentlich so ein Fabergé-Ei? Doch, die kann man öffnen. Jetzt muss die bitte ich. Also es gibt einige, die man öffnen kann. Das sehe ich hier auf Google ein paar Bilder. Warum sind Fabergé-Eier so teuer? Wegen der unglaublichen Seltenheit und Explosivität einfach. A few questions. How did you get here? Ich habe hier auf eBay übrigens ein Fabergé-Ei für 14.800 gefunden. Schmaler Preis, würde ich sagen. Ich glaube, das ist noch einer der günstigeren. The merchant of magic goods cursed me and sent me here. There is truth in your words, but I can tell that your presence here is no accident. What do you want in my theater? I'm looking for someone called Hal Basward. That's it! What a boring spectator! Take your reward and stop bothering me. We'll have time to see each other again. There's plenty of it here. Warum? Da brauchst du einen Besen, um das wegzuwischen. Und in der Schaufel war das. Was denn diese ganze Scheiße? Keine Ahnung, ich wollte einen neuen Charakter einbringen. Ah, die Baumwächter von Gondor. Mhm. An den Geilen, das ist schon aufhängen. Warum haben die wirklich diese Flügelköpfe gefunden? Hal, is that you? Are you alright? Ach nö. Erst Baum, dann der, dann... Hätte ich jetzt auch gesagt. Was soll man das denn wissen? Das ist der Baum, da ist der Narr und dann... Auf dem Baum hängt der Schlüssel und... Die Schlüssel muss meine Hand runtergefischt werden. Die Hand ist verletzt. Die Hand ist schon mal richtig. Try and error. Ja, machen wir so. Okay, offensichtlich dort. Warum? Anna, the key for the cage is on the branch where the jester sits. You'll have to distract him to get it. Warum? Das ist nicht die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben. Ja, mach einfach zwei in der Ohr. Das
does look handsome. The jester spent hours rehearsing monologues in front of the mirror. He once got so into a role that he broke it just and went into a mad rage. Huh? Es wird. Versteh gar nichts mehr. Hab ja gesagt, die Zusatzkapitel sind I managed to steal a part of the amulet and hid it in a chest at the bottom of the Red River before the jester caught me. Aha. Ja, das haben wir auch schon gesehen. An die Narrenkappe. Da muss irgendwie ein Narrensymbol sein. Geister. Geistbrot. Das was ich schon tun soll. Was? Okay, klar. But why? Was? Wieder so ein Wegrätsel. Hier Pfeile hindurch zu tun zu mir. Ah, da musst du Pfeile drauflegen, damit der. Ach du Scheiße. Oh nein. Du hast es gezopflockt. Ich hab's gezopflockt. Oh no. Ich kann nicht sehen. Okay, gut. Das ist vorbei. Das nicht tun. Was? Den fehlt uns, um dessen Richtung zu ändern. Schafft oder nicht? Und vielleicht hätte jetzt grün, aber. Warum
Warum muss der Fisch denn über Steine hüpfen? Man kann keine Ahnung. Wenn die schwimmen. Bis der gesoft lockt. Ja, das auch. Das stimmt. Echt? Haken. Ich habe nicht verstanden, dass die Strudel das teleportieren. Ja, das wirst du von Anfang an. Das müsste. Ja, ich müsste nur hier nach unten, dann dort oben nach rechts. Also hier. Der zweite vor dem Fisch nach unten und dann müsste mit dem. Musste irgendwie nach rechts. Ich glaube, ich hab's. Oder so. Der braucht ein paar Hände. Ach, das gehört sich hier hin. Nee, noch ein Raum. Mhm. Und das ist ein Puzzleteil. Mit einem Zusatz-Wallpaper. Muss nur die Maske vervollständigen. Ach ja, die Maske. Bruchstück von der Maske musst du irgendwo finden. Glaube ich. Ah. Oh, das Herz kannst du draußen in den Drachen. Darum braucht eine Maske. Ein Herz. Dann können wir jetzt wieder lustige Dinge machen. Gipfel und Gipfel. Gipfel ist das der Schlüssel hier, der Schloss. Der Fall, jetzt kann anders sein. Okay, klar. Vogel ist dort der Schatten, dort rechts Taube neben den zwei Masken. Mhm. Geduld. Ein Uhr. Nachts und Strafe, Stimme, Hofnarren. Der Hofnarren ist ganz vorne groß. Ne, der Narr ist oben die Karte überhalb der weinenden Maske. Strafe.
Vielleicht die blutende Maske? Nee. Beim Drachen kannst du jetzt erstmal das Herz einsetzen. Riecht man noch nichts. Ja, klar. Ah, die Maske. Durch das Auge des Basilisken, bitte was. Cool, sobald der Typ aufwacht, ist er tot. Schön. Ein Basiliskenauge. Die Schnupftabakdose mit dem Affen geben. Isch. Schnupftabak. Man wurde es zum letzten Mal benutzt. Ja, genau so klebt man den Spiegel. Es war flüssiges. What? You again? How dare you appear in front of me in such a condition? Du brauchst ja von irgendwas drei Teile. Jetzt kann ich den Schlüssel nehmen, klar. Thank you, Anna. Let's get out of this. He constantly said that if he couldn't leave this world, then no one else. Okay, klar. Der Drache feuert das Ding auf. Ah, ja. Wir brauchen natürlich das Ding zum Graben. Du kannst ja nicht mit den Händen graben, das ist ja. Hat mich schon Baldur's Gate 3 aufgeregt. Nee, mit meinen Fingern möchte ich nicht graben. Das habe ich nicht als Würfel gesehen. Mhm. Ein Wasserzauber. Ich komme aus der gemalten Welt. Na sicher. Natürlich, da ist die Schädelgott. We made it to the ancient ruins. I'll study the ancient inscriptions and figure out how. Stellfragment. Ein gelber Pilz. Bitte was? Will nicht graben, aber sie toucht einfach irgendwelche Pilze an. Da brauchst du die Steinfragmente für, um das dann. Fragt sich bloß, wo das letzte Ding herkommt. Oh, bei ja. Was ist denn alles für eine dumme Scheiße hier schon wieder? Thank you.
Was? Filthy thieves! You thought you could fool me? Ah! You're staying here with the rest of the soulless spectators! Okay, das Rätsel ist gelingen. Ja, sehr spannend heute, ne? Mhm. Ist dieses Minispiel auch irgendwann mal vorbei? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, aber dieses Symbol existiert nirgendwo. Ja, wie hat das gerade zusammengepasst? Gut ist nicht, ich muss die sortieren. Scheiße. Das da.
keinen Sinn. Das ist doch scheiße. Ich überspringe das jetzt. He got exactly what he deserved. Bist du nah verständigt? Das ist das dritte Teil. Ja, gut. Also. Scheiße. Lass jetzt die zwei Teile für den Turmbogen dort. Ja, nebenbei, das ist das Grimtail, was ich erwartet habe. Ja, doch jetzt nicht. Nee, ich muss das gravieren. Den Brunnen wieder auf Vordermann bringen. Nein, Quatsch, wir müssen erstmal hier. Ich sehe den die Laterne sperren. Dann die Laterne hier aufhängen. Natürlich. Mit Bedienung zwei Sachen kriegen. Das gehört mir zu dem Rezept, was du dort links hast. Das ist irgendwie so ein Pilz, das Ding, und dann brauchst du irgendwie noch so ein blaues Pflänzchen in die zwei, drei Teile. Den Pinsel noch. Ah, links den Pinsel. Den Pinsel brauche ich meine ich hierfür. Ach klar, die Sense brauchen wir natürlich. Um das Moos wegzuschaben. Und was auch sonst? Haben wir das Moos hier? Jetzt brauchst du glaube ich noch die Pinsel. Ne. Ach, jetzt malst du die Runden für. Einmal Regen und einmal Batman. Mhm. Ah, da wird das den Pinsel. Das ist ein Portal gemacht. Ich habe erwartet, dass man da noch irgendwas machen muss. Ah, genau so. Oh, war ja das nächste nervige Minispiel. Kommt auf Sounddesign an. Papier und Federn. Okay, das war nicht das, was ich erwartet habe. Papier und Feder ist vielleicht das Buch, würde ich sagen. Ich habe nur das Buch gesucht. Necke plus Haus ist. Hat die Muschel dort. Romus plus Musik. Nein, Glocke. Krone. Der Jester ist dort eben. Was ist davon? Maus plus Feder. Fledermaus. Oh Gott. Stein und thank you so much for saving me. Please give my warmest regards to Dorian. How did it go? Everything's okay now, but we really need to secure that portrait. Okay, geschafft. Mhm, wir haben es geschafft. So, ein Bonusinhalt war noch irgendwas. Noch ein Kapitel oder was? Weiß es nicht. Please, no. Ach, da kannst du die ganzen Räume nochmal ansehen. Kannst du nochmal die. Oh, du kannst die Puzzleteile finden. Damit du damit dein Bonuswortpapier freischalten kannst. Wollen wir das machen? Wir machen das jetzt. Du wirst doch den Bonus-Wallpaper haben. Ja. Nimm die Tipps dafür. Ah, hier auf dem Boden. Hast du unendlich Tipps oder musst du hier? Da an der Tür. Nehme das nicht nur für dieses Bonus-Wallpaper. Den Tipp geben. Okay. Okay. Ja. Eine Teetasse.
Lasst es doch schon. Ah, hier ist es. Was? Erst noch nicht. Ja, das Schwein. Weiß man. Muss die Schweine, inwiefern hilft das Schwein dann? Das ist puzzelig. Da oben. Das musst du dann aber auch als Wallpaper festlegen. Das ist das. Nein. Ist. Niemals. Wo das Wallpaper. Was? Schönes KI-Bild als Wallpaper. Warum nicht? Hab ich schon, aber ein gutes. Ich will jetzt wissen, was war das? Der Tipp mir einfach nur gesagt zurück. Der Tipp sagt mir einfach nur zurück. Ah ja. Kätzchen-Sticker. Mein Gott, ist das alles scheiße. Ah, jetzt sind wir im Bonuskapitel. Ja, geht alles noch richtig schnell. Ah. Als ob wir das übersehen haben. Hab da nicht aktiv nachgesucht. Jetzt, wo man aktiv danach sucht, findet man es natürlich. Ja gut, das... wieder irgendwas ganz Obskures sein. Ah ja, klar, das Bild. Richards Foto. Meine Richards Foto. Da auf dem Stein. In Deutschland? Ja. Auf dem Stein links neben dem Kirch. Rechts neben dem Kirch. Da fehlt noch irgendwas. Jetzt das Puzzle zusammen, Puzzle. Wo ist das? Yep. Wir haben ein Objekt. Kein Zimmer. Ach, das ist, dass sie sich echt so viel Mühe gegeben haben hier. Aber entsteht fast sowas wie Spaß. Fast in der Richtung. Entstehen. Nein. Nein. Ist das jetzt Nein. Ich will das da nicht haben. Nicht. Mach doch mal. Bildschirmschoner Teile. Bildschirmschoner. Und das Bild ist doch jetzt in der Mitte. Jetzt hast du nicht mal einen Bildschirmschoner. Jetzt hast du es aus Versehen. Hier fehlen noch Teile fürs Real. Musik. Aha. Jetzt kannst du hier den Soundtrack hören. Den sehr schönen Soundtrack von diesem Spiel. Alle vier Lieder. Mann, war das alles scheiße. Sind damit durch. Okay, was spielen wir als nächstes? Ich guck mal an. Hab ich noch irgendwelchen Mist? Das nächste Grimtails. Ich setz jetzt nicht nochmal Geld dafür aus.
geben. Unendlichkeit.